Hallo YouTube, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seht es schon, heute gibt es ein neues Unboxing eines wirklich coolen Technik-Gadgets, diesmal wieder von Apple. Ich weiß, ich bin so ein bisschen spät dran, das ist kein neues Gerät von Apple. Es ist schon, ich glaube jetzt ein Jahr alt oder sowas. Und zwar das Apple TV 4K. Hier steht es an der Seite. Ich habe bisher auch schon ein Apple TV, und zwar das Apple TV 3, das wir uns gleich auch mal im Vergleich ansehen werden. Aber zuerst schauen wir uns die Packung an. Aber wie von Apple gewohnt, schlicht. Wir haben nichts außer hier vorne das Apple TV selbst. An der Seite Apple TV 4K. Auf der Rückseite haben wir so ein paar Beschreibungen. Was kann das Apple TV 4K? Hier steht, welche Version wir haben. Also 4K HDR mit 32 GB Speicherplatz. Es gibt es ja auch noch in der Version mit 64 GB Speicherplatz. Ob das nötig ist oder nicht, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Man kann das Apple TV 4K auch so ein bisschen als Spielekonsole benutzen. Es gibt so ein paar Apple TV iOS Games so in die Richtung. Wenn ich da viel für benutzen möchte, dann können sich vielleicht die 64 GB lohnen und wirklich viele Apps lade. Aber ansonsten sollten die 32 GB wirklich jedem reichen. Und seien wir ehrlich, das Apple TV, auch das Apple TV 4K ist keine wirkliche Spielekonsole. Wer da wirklich irgendwelche Ansprüche hat, der sollte sich nach einer PlayStation umsehen oder einer Xbox oder natürlich auch einer Nintendo Switch. So, dann würde ich sagen, sprechen wir gar nicht lange um den heißen Brei rum. Wir packen dieses Gerät mal aus. So. Bumm, das ist mal ein sattes Geräusch, oder? Und wie von Apple gewohnt, haben wir hier direkt, sorry, wenn es ein bisschen wackelt, ich muss hier und da ein bisschen scharf stellen. Wie von Apple gewohnt, eine wirklich super schön aufgeräumte Box. Da kann ich wirklich jedem Hersteller dieser Welt, egal was er herstellt, nur ans Herz raten, das zu kopieren. Das ist so ein schönes Auspackerlebnis. Hier haben wir es, das Apple TV 4K. Die Verpackung ist natürlich noch drum. Unten den Standfuß, aber links einmal zur Seite und packen es gleich endgültig aus. So, dann haben wir hier die neue, in Anführungszeichen, Siri-Fernbedienung. Neu, wie gesagt, ist das Ganze ja nicht mehr, aber neu im Gegensatz zum Apple TV 2 und 3. Das 1er fällt ein bisschen raus, das war ja was ganz, ganz anderes. Wir sollen hier auch eine touch-sensitive Fläche haben, hier oder hier, bin ich mir jetzt so ein bisschen unsicher. Rein vom Griffgefühl tippe ich mal, dass sie hier oben verbaut haben. Ihr merkt, dass ich bin nicht 100% drin in der Materie vom Apple TV 4 oder 4K. Das liegt so ein bisschen daran, dass das Apple TV ja auch nicht Apples Hauptprodukt ist. Ne? Also Steve Jobs hat ja immer so schön gesagt, das Apple TV ist für Apple ein Hobby. Tim Cook hat zwar irgendwann mal gesagt, vor 2-3 Jahren, es ist schwer, das Apple TV noch als Hobby zu sehen. Er meinte damit die Verkaufszahlen. Aber der Fokus liegt bei Apple definitiv nicht auf dem Apple TV. Das liegt ganz, ganz woanders. Aber trotzdem ist es eine super coole Maschine. Und ich möchte eigentlich nicht mehr ohne ein Apple TV sein. Und ich denke, der Schritt vom Apple TV 3 zum 4er, der könnte mal ein riesengroßer sein. Hier, für Apple was ganz, ganz Besonderes. Gibt es, glaube ich, nur beim Apple TV. Ein Standard-Ladekabel, also so ein Rasierapparatestecker. Kein eigenes Ladesystem, kein Lightning, kein Thunderbolt oder sonst was. Hier setzt man auf offene Standards. Das ist man so überhaupt nicht gewohnt von Apple. So, und dann haben wir hier auch noch Klopapier. Das lassen wir jetzt aber genau da, wo es ist. Oh, und das überrascht mich jetzt. Ja, auch beim Apple TV gibt es Aufkleber. Sogar zwei an der Zahl und zwei in weiß. Aber die lassen wir genau da, wo sie sind. So, und dann haben wir noch etwas drin. Also, rein vom Zubehör her ist das ja der absolute Wahnsinn bei diesem Apple TV. Das ist ja für Apple-Verhältnis ein sehr günstiges Produkt. Günstig. Das kostet ja, glaube ich, auch um die 200 Euro. Aber wir haben hier tatsächlich ein Lightning-Kabel. Man muss sich ja holen, dass dieses Lightning-Kabel bei Apple ja allein schon 30 Euro kostet. Also von daher ist das Apple TV so ein bisschen der Preis-Leistungssieger. Jetzt fragt ihr euch, warum liegen die Lightning-Kabel bei? Sind die so freundlich für iPhone-Nutzer? Nein, es liegt hier dran. Wir haben hier in der Fernbedienung der Siri-Fernbedienung einen Lightning-Anschluss und die muss darüber geladen werden. Das war bei der alten Fernbedienung noch anders. Die hatte eine Knopfzelle drin. So, mehr ist nicht drin in der Verpackung. Ich würde sagen, die Verpackung lege ich jetzt auch mal wieder weg. Und dann nehme ich doch mal das alte Apple TV dabei und dann vergleichen wir das Ganze mal.
Aber bevor wir das machen, holen wir natürlich mal die Produkte aus ihrer Verpackung raus. Ah, ein Geräusch, das das Herz eines jeden Unboxers höher schlagen lässt. So, hier haben wir die Siri-Fernbedienung. Wir schauen sie uns gleich noch mehr en Detail an, wenn wir auch die alte Fernbedienung dazu holen. Wir sehen hier schon den Infrarot-Port, hier unten den Lightning-Anschluss. Ansonsten ein Unibody-Aluminium-Design. Wunderschön, fühlt sich wirklich sehr, sehr hochwertig an. Auch hochwertiger als die alte Fernbedienung, die alles andere als minderwertig war. Hier haben wir mehrere Knöpfe. Plus, Minus, Play, Pause, Siri. Ich denke mal, das ist so eine Home-Taste und Menü. Ja, werden wir mal ausprobieren. Ne? Und dann das Hauptgerät, das Apple TV. Hört mal auf diesen Klang. Ah. Schön irre, wenn man auf sowas steht. Aber mein Gott, wir sind ja halt alle Technik-Nerds. Ansonsten hättet ihr euch ja auch garantiert nicht hier zu mir auf den Kanal verirrt. Oh, und hier haben wir noch eine extra Schutzfolie. Aber die geht fast geräuschlos ab. Warum machen sie noch eine extra Folie drum? Ganz klar, das Apple TV hatte hier so eine Klavierlack-Optik und die verkratzt natürlich schon vom Ansehen. Von daher wird die nochmal extra geschützt. Hier oben ist das Gerät matt. Ihr seht, das ist Apple TV-Logo ist eingestanzt und kommt so hochglanzmäßig raus. Und an der Seite haben wir diese Klavierlack-Optik. Und unten drunter, ich habe eben gesagt, ein gummierter Gummifuß. Das war, glaube ich, beim Dreier auch wirklich so. Das ist hier nicht so. Das ist einfach nur ein Plastikfuß. Aber mit einem richtigen Lüftungsschlitz. Ob das beim alten war, weiß ich auch nicht. Schauen wir uns gleich mal an. Ansonsten hinten die Anschlüsse. Ihr seht das. Hier dieser Rasierapparatestecker. Und dann ein HDMI-Kabel, HDMI-Anschluss und ein Netzwerkanschluss. Das sollte Gigabit Ethernet sein. Schwere Lichtbedingungen, schwarz auf schwarz. Aber bin ich mir sehr sicher, dass das Gigabit Ethernet ist. Gut. Ansonsten, Kabel lassen wir mal da, wo sie sind. Die interessieren euch nicht. Und dann holen wir mal das Apple TV 3 dazu. So, ich habe mal ein bisschen Licht angemacht, dass wir diese schwarzen Geräte auch etwas besser sehen. Und dann sehen wir schon, von oben gibt es praktisch keinerlei Unterschied. Beide mattierte schwarze Oberfläche, beide das eingeprägte Apple TV Logo. An der Seite ist dasselbe. Aber wo direkt ein Unterschied auffällt, ist in der Dicke. Das Apple TV 4K ist deutlich dicker. Also ich will nicht sagen doppelt so dick, aber so ein Drittel hat Apple da doch nochmal draufgepackt. Ne? Das ist ein deutlich dickeres Gerät. Warum genau, verstehe ich eigentlich nicht. Aber egal, so schlimm soll das nicht sein. Es verschwindet ja meistens wie so irgendwo im TV-Schrank oder so. Unten drunter haben wir hier diese gummierte Oberfläche beim Dreier. Und hier einfach eine Plastikrückseite mit Lüftungsschlitzen beim 4K, was ja die fünfte Generation ist. Ich will immer Vierer sagen, aber es gab ja ein Vierer, das genauso aussieht, nur ohne 4K. So, und dann ein gravierender Unterschied bei den Anschlüssen. Wir haben hier nämlich einen optischen Audioausgang. Viele Leute betrauern den, finden das super, super schade, dass der weg ist. Ich persönlich habe meine Bose-Box auch per optischem Ausgang angeschlossen, jedoch am Fernseher, nicht am Apple TV. Deswegen ist es für mich nicht dramatisch. Hier hatten wir noch einen Micro-USB-Port, der allerdings rein für Wartungszwecke da war. Der war für den Endanwender nicht gedacht. Also ihr seht, marginale Unterschiede. Ein Anschluss fällt weg und es wurde dicker. Deswegen kann es aber auch mehr. Und dann schauen wir uns noch die Fernbedienungen an. Die sind im Prinzip, sind die von der Höhe her fast gleich groß. Die hier ist ein kleines bisschen größer. Und ich würde fast sagen, dass die hier etwas schwerer ist, weil sie auch komplett aus Alu ist. Und die hier ist ja vorne aus Glas und Plastik. Die hier hat er dieses einfache Design vom iPod ja noch übernommen. Sieht aus wie ein Clickwheel, ist natürlich keins, ist zum Drücken. Hoch, runter, die Seite und in der Mitte der Knopf. Und hier die Menütaste und Play-Pause. Hier haben wir also die Knöpfe im Prinzip nur anders angeordnet. Ist jetzt nicht so schlimm. Das war eine sehr, sehr schöne Fernbedienung, die hier. Das muss ich echt sagen, war eine Design-Ikone. Sieht komplett aus Alu gefertigt. Eben habe ich gesagt, die hier fühlt sich etwas hochwertiger an. Es stimmt im Prinzip nicht. Die hier fühlt sich auch super hochwertig an. Aber die hier ist hier an den Seiten etwas scharfkantig. Und die hier ist abgerundet.
Und deswegen ist das hier so ein Handschmeichler im Gegensatz zu der hier. Die hier fühlt sich hart an. Die hat man nicht gern in der Hand. Fühlt sich wertig an, aber sie ist scharfkantig und kalt. Die hier ist etwas wärmer und vor allem diese abgerundeten Ecken, wie wir sie auch von den alten iPhones noch kennen, vom 3er iPhone oder sowas. Oder auch, ach die neuen, ja, die neuen sind ja auch abgerundet. Das hier ist mehr so wie so ein 4er iPhone, ne? Da gab es ja auch so einen großen Unterschied. Ansonsten fühlen die sich beide gut an. Knöpfe haben einen schönen Druckpunkt. Und viel mehr kann man zu einer Fernbedienung nicht sagen. Eins noch, die hier hat eine wechselbare Knopfzelle. Und ihr seht, das haben fast alle alten Apple TV Fernbedienungen, dass das Batteriefach nicht 100% plan ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, das steht so ein kleines bisschen raus. Das ist marginal, aber sehr ungewöhnlich für Apple. Die habe ich vielleicht einmal getauscht in den 4 Jahren, wo ich das Apple TV habe. Also eine sehr ergiebige Zelle. Und hier haben wir dann den Lightning-Anschluss und einen fest eingebauten Akku, müssen keine Batterie mehr tauschen. Wie oft man die Fernbedienung aufladen muss, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Aber ich denke, allzu oft wird es nicht sein. Kommt drauf an, ich denke mal, es kommt drauf an, was man damit macht, denn man kann dieser Fernbedienung auch so ein bisschen daddeln. Ne? Das ist so eine Mini-Fernbedienung wie ja die Joy-Cons von der Nintendo Switch. Die hat ja auch ein Gyroskop drin und so. Also man kann hier Rennspiele fahren. Ich denke, wenn man das macht, wird der Akku natürlich auch schneller leer sein. Wir werden es erfahren. Dann würde ich sagen, um den Unterschied zum 4K festzustellen, schauen wir uns noch einmal die Oberfläche, also die Software-Oberfläche vom Apple TV 3 an. So, und hier haben wir auch schon die Oberfläche von dem alten Apple TV, vom Apple TV 3. Wir gehen es mal einmal noch kurz durch, dass wir sehen, wie das ausgesehen hat. Also wir haben hier diese Kategorien, wo wir im Prinzip in den iTunes Store kommen, also für Filme, TV-Sendungen, Musik, Musik, Computer. Dann haben wir hier die Apps, die mit der Zeit immer mehr wurden, Gott sei Dank. Prime Video, darauf haben viele lange, lange gewartet, ich ebenso. Funktioniert auf dem Apple TV auch ziemlich gut. Netflix, natürlich. Apple Events, diese App kommt und geht, je nachdem, ob Events anstehen oder gerade angestanden haben. Dann sind hier viele Apps, die nur für die USA interessant sind oder für Menschen, die auf amerikanischen Sportarten stehen, wie die Major League Baseball, CBS Sports, On Prime TV, aber auch deutsche Spartenkanäle sind dabei, wie Arte. Wir haben YouTube tatsächlich, ein Kanal mit Trailern, Football, das wird wohl noch die meisten in Deutschland interessieren, was amerikanische Sportarten angeht. Ted Bloomberg, ja, das sind alles Dinge, die sind für uns gar nicht mal so interessant, muss ich jetzt wirklich sagen. iMovie Theater, okay, ja, das ist wieder ganz interessant. Auch iCloud Fotos, dass man seine Fotos natürlich auf dem Apple TV sehen kann. Und dann hier wieder eine Menge amerikanisches Zeug. Auch Korea TV, was macht das auf dem deutschen Apple TV? Ja gut, ich sage mal, beschweren, dass Apps da sind, sollte man sich nicht, aber ihr seht, die Apps, die für uns in Deutschland interessant sind, halten sich wirklich in Grenzen. Da haben wir vor allem wirklich hier den iTunes Store, Prime Video, Netflix, Arte, YouTube. Ja, und dann wird es schon eng, ne? Und dann halt noch hier iCloud Fotos. Viel mehr ist für uns in Deutschland eigentlich nicht dabei. Und wir können natürlich auch keine weiteren Apps runterladen mit dem 3er Apple TV. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze bei einem 4er Apple TV aussieht. So, und jetzt richten wir natürlich das neue 4er ein und schauen uns da auch mal die Software-Oberfläche an. So, HDMI-Anschluss rein, Strom rein und dann läuft das Ganze. Jetzt richten wir das Ganze ein. Ich könnte das viel, viel simpler machen, indem ich jetzt gleich einfach mein iPhone hole, in die Nähe von Apple TV halte. Und dann würde schon mal das Gröbste übertragen. Aber das wäre für so ein Video ja sehr, sehr langweilig. Und außerdem filme ich mit meinem iPhone. Deswegen machen wir das jetzt mal so. So, hier wird jetzt in ganz vielen Sprachen angezeigt, dass ich Menü und Plus drücken soll. So viel verstehe ich sogar hier auf, keine Ahnung was. So, machen wir das mal. Genau. Dann kann ich die Sprache auswählen. Wir brauchen natürlich... Ich halte euch mal kurz die Fernbedienung in die Hand. Seht ihr das? Hier oben ist die Touchfläche. Und mit der muss ich scrollen. Sehr, sehr schön. Dann stellen wir natürlich erstmal wieder scharf.
Genau, wir gehen auf Deutsch. So, Deutsch und drücken dann zur Bestätigung fest rein. Ah, sehr gut. Das ist so wie ein Trackpad im Prinzip. Gar nicht schlecht gemacht. Wenn ihr den Fernseher flimmern seht, vor allem bei weißem Bild, das hat natürlich nichts mit meinem Fernseher zu tun. Das ist natürlich meiner Kamera geschuldet. So, Datenschutz, klar, bla bla bla. Siri verwenden wir natürlich. Siri hilft dir beim Erledigen von Aufgaben. Du kannst nach Filmen suchen, erweiterte Untertitel aktivieren, den Wetterbericht abfragen und vieles mehr. Siri und die Diktierfunktion senden Informationen, bla bla, an Apple. Ja, ist klar, das machen wir aber trotzdem. Siri verwenden wir. So, füge mit deinem iPhone, iPad oder iPod Touch automatisch deine Apple-ID und WLAN-Einstellung zu diesem Apple TV hinzu. Jetzt wird es interessant, denn ich lese gerade, dass auch mit meinem iPad funktioniert. Und dann würde ich sagen, machen wir es doch mal. Ich hole mal mein iPad und dann seht ihr auch mal diese Magic. So, wir klicken auf mit Gerät konfigurieren. Entsperre dein iPad oder dein iPod Touch. Stelle eine WLAN-Verbindung her, aktiviere Bluetooth, halt das Gerät dicht an das Apple TV. So, ich komme jetzt mal ins Bild. Besser gesagt mein iPad. Das halte ich jetzt dann mal dran. Und hier erscheint, mal sehen, ob ihr das lesen könnt, neues Apple TV konfigurieren. Da klicken wir mal drauf. Richte auf diesem iPad einen Code ein. Ich habe keinen Code zum Entsperren auf meinem iPad, weil ich mein iPad in aller Regel nur zu Hause benutze. Aber das funktioniert nicht. Interessant. Das heißt, ich muss jetzt erst einen Code auf meinem iPad einrichten. Na gut, warum nicht? So, auf ein neues. Also, ich hole wieder mein iPad, halte es wieder ans Apple TV. Was für ein Vorführeffekt, hä? Ich musste einmal meinen Fingerabdruck nochmal eingeben. So, also. Und wieder. Apple TV konfigurieren. Auf Verbinden klicken. Dann sollten schon mal meine ganzen iCloud-Daten authentifizieren. Sehr gut. Den Code könnt ihr euch sehen, der ist nur einmal verwendbar. 5590. WLAN konfigurieren. Weil sowas spart man sich dann. Dieses lästige WLAN eingeben über diese Apple-Tastatur, also diese Apple-Fernbedienung, ist ja wirklich super mühselig, wenn man lange Passwörter hat. Das umgeht man damit. Das ist sehr, sehr sympathisch gemacht. Dann schauen wir mal, was das Apple TV so sagt. Das ist konfiguriert. Wenn das etwas länger dauert, werde ich das natürlich jetzt kürzen. So, und er fragt, Passwort soll nach dem Kauf mit meinem Account, den ihr jetzt nicht sehen dürft, für weitere Käufe in diesem Gerät ein Passwort. Aha. Ich würde sagen, nach 15 Minuten erforderlich. Das reicht. Ortungsdienste, die anhand der warum nicht? Aktivieren wir mal. Der Bildschirmschoner mit Luftaufnahmen ermöglicht es, HD-Videos der schönsten Orte auf der ganzen Welt anzusehen. Aha. Dann lad sie mal runter. Warum denn nicht? Analyse? Nee, das möchte ich nicht. Ich vertraue Apple zwar bei vielen Dingen, aber ich möchte einfach nicht, dass da meine Internetleitung irgendwie blockiert wird. Wobei ich denke, dass das nur Kilobits sind, die da hin und her transferiert werden. Aber trotzdem, nicht, dass die doch auf die Idee kommen und hier gigabyteweise Zeug hin und her senden. So, und hier sind wir schon in der Oberfläche. Das ist das Schöne, wenn man sich wirklich mit seinem iPhone oder iPad da legitimiert. Das geht ratzfatz, wenn man nicht wie ich erst seinen Fingerabdruck einrichten muss. Dann ist man direkt hier im Screen. Und ich kenne diesen Screen selbst nicht. Ich habe das noch niemals gesehen. Wir werden ihn jetzt mal selbst zusammen erkunden. Ihr merkt, das ist wieder ein langes Video, aber nein, ich möchte keine 5-Minuten-Videos machen. Ich möchte ausführliche Videos und deswegen aber gute Videos machen. Wer das nicht will, kann ja wegklicken. So, TV. TV, was ist denn TV? Klicken wir mal drauf. Fangen wir auch damit schon mal an. Willkommen bei... Ach, das ist die TV-App. Ja, entdecke und sieh dir TV-Sendungen an und Filme von deinen Lieblings-Apps an einem Ort. Ja, okay. Die TV-App kennen wir ja mittlerweile auch schon vom iPhone.
gehen wir mal wieder zurück. Okay, und ich habe jetzt übrigens, na, seht ihr das? Diese Taste hier mit dem Fernseher für zurückgeklickt. So, klicken wir mal durch. App Store. Ja, schauen wir gleich mal rein. Movies, wie auf dem Apple TV 3. TV ist ebenso. Und auch Musik, das kennen wir vom 3er. Einstellungen war ebenso dort. Computer, kann ich mich mit meinem Computer verbinden. Podcasts, die iCloud Fotos. Und 7TV ist hier schon vorinstalliert. So, das heißt, wir haben hier out of the box praktisch nichts. Das heißt, wir müssen in den App Store wechseln. Ganz neu gab es beim 3er Apple TV nicht. Ähnlich wie beim iPhone kann ich jetzt hier nach Apps stöbern. Und hier sind auch schon die beliebten Dinge. Zum Beispiel Charts. Im Spotlight sehen wir hier Prime Video. Na, klicken wir mal runter. Na, an diese Steuerung mit der Touch-Oberfläche muss man schon gewöhnen, ne? So, Prime Video ist natürlich was, muss man direkt runterladen. Laden das doch auch mal direkt runter, dass ihr auch mal seht, wie das funktioniert. Also es sieht im Prinzip aus wie im App Store fürs iPhone. Wir klicken hier auf Laden. Kostenlos laden, jawohl, Feuer frei. So, und dann gehen wir wieder zurück. Ich habe noch nicht so ganz gerafft, wie ich nur einen Schritt zurückkomme. So, jetzt bin ich hier wieder hier. Wie komme ich jetzt einen Schritt zurück? Vielleicht auf Menü? Ja, auf die Menütaste und ich komme einen Schritt zurück. Sky brauche ich nicht, habe ich nicht. ZDF Mediathek, interessant. Also das lade ich jetzt alles runter. Das lade ich dann gleich runter, nur dass ihr mal seht, was hier denn so drin ist. NTV, das erste, Arte. Also Leute, wenn ihr eine potente Internetverbindung habt und ein Apple TV 4K, braucht ihr praktisch kein Fernseher mehr. Ne? Also ich zumindest nicht. Also wir haben hier einige Sender, gut, ich glaube, es fehlen auch einige. Aber hier, allein damit, ich sehe es schon, mit Satu könnt ihr euch jeglichen Fernseher getrost sparen. Also super cool, Run, NBA, wie gehabt, viel amerikanisches Zeug. Und hier haben wir auch die Spiele, etwas, was es ja vorher auch noch nicht gab. Dann gehen wir wieder eins hoch. Es sind oft so kleine Spiele, hier, ihr seht das, so 3,99 Spiele oder sogar hier Gratis-Spiele, Trial Frontier, kleine Rennspiele. Nichts Aufregendes, aber ich denke, für so einen kleinen Spaß zwischendurch oder für Leute, die gerne so kleine Spiele zocken und nicht die AAA-Titel wie auf der PlayStation oder auf Nintendo, die sind damit wahrscheinlich ganz gut bedient. Also auch für die Kinder und so, man muss nicht noch eine extra Spielekonsole kaufen. Gut, wobei die Kids werden einem einen husten, die wollen natürlich die AAA-Games spielen. ansonsten ist das Angebot bis hierher mal ganz schön. Schauen wir mal oben noch in die Charts. Was ist denn so beliebt? YouTube natürlich. Netflix, klar. Ansonsten das erste, die ARD-Mediathek. Wo ist der Unterschied zwischen dem ersten und der ARD-Mediathek? Ich denke, mit dem ersten werde ich wahrscheinlich live sehen können. Auch sehr interessant. Tagesschau. Also ihr seht, die Öffentlich-Rechtlichen sind hier stark vertreten. Pro7, ich denke, das wird nicht gratis sein. Spiele, Real Racing, Minions. Sehr schön, sehr schön. Bildung, die NASA hat eine App, Bahnwelt, Essen und Trinken, Chefkoch, Lieferando und Co. Oh, Swift, ja, sehr gut. Allein deswegen, Leute, für Sportler ist das Apple TV 4K Pflicht, denn wenn ihr eine smarte Rolle für euer Fahrrad habt, dann könnt ihr mit dem Apple TV auf Swift fahren. Das ist sowas von cool, ihr müsst nicht mehr über den Computer streamen. Super, super, super geil. Allein das ist eigentlich schon ein Kaufgrund für Sportler. IKEA hat anscheinend eine App. Aha. Dann diverse Radiosender. Also ihr seht, das App-Angebot ist groß. Da muss ich mich selbst erstmal durchgucken. Wir gehen mal wieder zurück. Also wenn ich auf den Home-Button klicke, komme ich in diese TV-App. Ja, auch interessant. Naja, aber wie auch immer, hier ist jetzt Prime Video aufgetaucht. Ich habe es runtergeladen. Und so sieht die Oberfläche aus. Ich denke, das Video ist lang genug. 4K kann ich leider nicht ausprobieren, da ich zwar einen Netflix 4K-Account habe, aber mein Fernseher nur 1080p kann. Gut, das soll es gewesen sein zum Apple TV 4K. Ich denke, ein sehr schönes Gerät. Wenn ihr, also eins muss man auch mal ganz fairerweise sagen, für die Basissachen wie Prime Video und Netflix tut es wahrscheinlich auch ein 40 Euro Amazon Fire Stick. Aber wenn ihr ein bisschen mehr wollt, wenn ihr 4K wollt, wenn ihr eure Fotos hier sehen wollt, wenn ihr einen schönen App Store mit coolen Apps wollt,
und die nahtlose Anbindung ans Apple-Ökosystem, dann führt am Apple TV 4K kein Weg vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch solche langen Laber-Videos gefallen, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Aber selbst Leute, wie gesagt, jetzt kamen jetzt Kommentare, hey, macht da mal kurze Videos und so. Ein, zwei Worte dazu. Nee, bei mir wird es nach wie vor ausführliche Videos geben. Wenn ich alles gesagt habe und das Video ist 5 Minuten lang, dann ist es okay. Also ich ziehe das nicht unnötig in Länge, aber wenn es wie jetzt halt dann nochmal 20, 30 Minuten dauert, dann ist es halt so. Aber ihr habt ein schönes, ausführliches Video. Kurze Videos gibt es zuhauf bei YouTube. Schaut euch die an. Alles klar. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ich bin ein kleiner Kanal. Ich freue mich über jedes Abo. Und in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.